Lecken sich gegenseitig ab und tauschen Zungenküsse aus. Was nach einem Softporno klingt, ist genauso vor Kindern an einer Grundschule passiert. Und zwar mit Legitimation der Schule, gefördert vom Kultusministerium NRW. An der Montessori-Grundschule Köln wurden Kindern der Klasse 1 bis 4, also 6 bis 9-Jährigen, das Theaterstück Dornröschen Kiss vorgespielt. Vom Künstler Alfredo Zinola. Der macht gerne Projekte mit Kindern. Zum Beispiel solche hier. Die Eltern der Kinder aus Köln waren von Zinolas Show schockiert. Sie starteten eine Petition gegen die Zusammenarbeit. Einige schalteten sogar die Polizei ein. Die will nun prüfen, ob es zu strafrechtlich relevanten Handlungen kam. Und die Schule verteidigt ihr Projekt und beruft sich dabei auf den Grundschullehrplan NRW. Da steht nämlich drin, dass Kinder sich altersangemessen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und Gender auseinandersetzen sollen. Der Lehrplan des schwarz-grün regierten NRW dient also der Rechtfertigung dafür, kleine Kinder ohne das Einverständnis ihrer Eltern zu sexualisieren, zu verstören und nachhaltig körperlich und psychisch zu verunsichern.